Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von World of Warcraft. Ja, ich habe ein kleines Problem. Und zwar habe ich unten die ganzen Leute gemacht. Ich weiß nicht, ob man das hier noch so gut erkennen kann. Wir hatten ja hier so eine fliegende Maske hier oben und unten speite dann so eine andere Maske. Die ist, glaube ich, immer noch da, die ganze Zeit Feuer. Und hier kamen so Laserstrahlen raus. Und ich war total stolz darauf, dass ich da unten dieses ganze Gebiet gemacht habe. Es hat dann auch geklappt. Das habe ich dann auch in der Folge erwähnt, weil ich glaube, ein oder zwei Sachen noch von den Klamotten gewechselt hatte. Und ich habe dieses schöne Schutzschild hier, dieses schöne Schutzschild hier habe ich mir noch reingelegt. Das ist ja auf der Nummer 1, prismatische Barriere. Und habe, ja, ziemlich viel Spaß gehabt in der Folge und das fast eine halbe Stunde lang. Und festgestellt, dass mein PC nicht aufgenommen hat. Ich weiß nicht warum, keine Ahnung. Irgendwie hat er mittendrin abgebrochen. Und ich bin ehrlich gesagt gerade ziemlich sauer. Abgesehen davon, dass ich jetzt hier oben weitermachen muss, dass das natürlich jetzt nicht aufgenommen worden ist. Ja. Ja, also bleibt uns leider nichts anderes übrig, als jetzt mit der Folge weiterzumachen. Aber so als Hinweis, also ich habe unten nur die Leute im Endeffekt in meiner Umgebung alle kaputt gemacht. Ich habe die Masken kaputt gemacht und ja, dadurch dann die Aufgaben beenden können. Finstere Zeiten brechen an. Die Gurubashi haben den Ruf, verräterisch und schwach zu sein. Ihre Aktivitäten in Zul Gurub werden noch für Generationen ein Schandfleck in unseren Aufzeichnungen sein. Andererseits, die Zandali finden es unter ihrer Würde, Sklaven einzusetzen. Wir sind stark und kompetent. Allein die Existenz von Gedankensklaven in dieser großartigen Stadt ist eine Beleidigung. Es gibt einen Gesang, der ihre Gedanken befreit. Stimmt ihn in der Nähe der Gedankensklaven an, um sie zu befreien. Oder ihr tötet sie einfach. Für mich ist da kein Unterschied. Das ist ja sehr, sehr nett. ich würde sagen, dass wir erstmal nur die machen, damit wir jetzt hier nicht komplett... Das Trollimperium wird sich wieder erheben. Ich hab's gesehen. Dass wir hier nicht komplett durcheinander kommen. Ja, aber wie soll ich denn in deren Gegenwart... Sind die wahrscheinlich, ne? Gedankensklaven. Habe ich denn da was Spezielles, was ich da machen soll? Ich schätze, das war das, was ich machen soll. Okay. Okay. Machen wir mal direkt ein Schutzschild rein. Ich weiß nicht, wie weit ich da reingehen kann. Weil den Typ muss ich jetzt nicht unbedingt machen. Drei brauche ich noch. Da hinten sind noch welche, oder? Da ist noch einer. Da sind noch zwei. Bevor Suldasar fällt, habt ihr schon lange ins Gras gebissen. Was macht der denn? Blasrohrfall. Aber ich war auserwählt. Nein, warst du nicht, sonst wärst du jetzt nicht tot. So, dann gehen wir erstmal kurz die Aufgabe ab oben. Wieso ist der jetzt da? War der nicht vorher auf der anderen Seite? Ich bin leicht verwirrt jetzt gerade. Vor allem diese großen Stufen hier. Wir waren doch vorher auf der anderen Seite. Oder? Warum bist du jetzt hier? Eieiei. Das ist finster, Mann. Ja, für dich ist immer alles finster. Okay,
Zuzembi-Bräu ist wohl das heimtückischste Gebräu eines Hexendoktors. Es wird durch die Geistesstärke des Hexenmeisters befeuert und übernimmt den Willen von denen, die seine Dämpfe einatmen. Es macht sie folgsam und leicht manipulierbar. Es ist niedrige Magie, die auf uralten Tricksereien und Rezepten beruht und die nur Hexendoktoren mit einem gewissen Talent bekannt ist. Wenn wir dieses Gebräu auslöschen wollen, müssen wir die töten, die es brauen. Findet den Zuzembi-Brauer, der sich hier versteckt, und stellt sicher, dass dieses Wissen ausgelöscht wird. Nicht auslöschen, genau. Moment, der ist da irgendwo, ja? Okay. Wahrscheinlich hat er jetzt hier eine Riesenarmee oder sowas. Die sind jetzt alle abgehauen oder was? Na komm, 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 komm. So. Hallo, greif auch mal an. Ich wollte sehen. Ja, wir wollen alle sehen, hm? Hallo. Kommt, hängt mal eure Nase rein. Dann sehen wir, wer einen stärkeren Willen hat. Tief einatmen. Was macht der denn? Haut das denen auf den Kopf, damit die da reingehen oder was? Komm schon, komm schon! Ich werde mich nie unterwerfen. Müssen wir die Tinktur trotzdem noch irgendwie zerstören oder so? Nee, nur bereit zur Abgabe, okay. Jetzt steht er da unten? Oder was? Hallo? Im Boden versunken, aber keiner ist da. Nee, aber er steht anscheinend doch da oben. Es irritiert einen nur so ein bisschen, wo diese Questmarker immer sind. Ich meine, ohne Questmarker ist so ein Spiel auch doof. Man möchte ja schließlich die Quest durchspielen und dann so ein bisschen an die Hand geführt werden, sag ich mal. Aber natürlich auch die Möglichkeit haben, sich umzuschauen, wenn man das denn möchte. Ich habe vorhergesehen, was ihr sagen werdet. Also macht schon hin. Ja, das ist okay. Jetzt kann ich das nicht mehr machen, oder wie? Ach so. Hä? Echt jetzt? Oder ist das nur, weil ich weiter wegstehe? Nee, das ist, weil ich weiter wegstehe. Ich wollte gerade sagen. Dann machen wir Kessel mit euch. Boah, was bist du denn jetzt wieder für einer? Mein Gott. Ich bin fünfmal an dir vorbeigelaufen. Du hast es nicht mal gemerkt, weißt du? Aber wenn ich dann wegen der Quest runterlaufe. Was sie versprochen haben. Mir doch egal, was sie dir versprochen haben. Sie haben dich angelogen. Versteh es endlich. So. So. Keine Ahnung, was ich machen muss. Vorräte vernichten. Okay, das waren jetzt auch die, wo ich gerade vorgestanden habe, glaube ich, ne? Das war jetzt doof, was ich gemacht habe. So, einmal. Ja, komm. Zweimal. Oh. Ist das ein Spieler? Und da flog eine Hand entlang. Okay. So. Hallo? Da hinten haben wir noch welche. Was ist denn jetzt schon wieder? Wer hat mich denn jetzt angeblich entdeckt? Was bist du für einer? Hallo? So, ich drücke die ganze Zeit die falsche Taste. Ja, dann kann das auch nichts werden.
So, kann ich jetzt endlich mal das Ding in Brand stecken? Dankeschön. So. Den. Dieses ständige Umdrehen. So. Der erwischt mich jetzt auch wieder. Nehme ich an. Ja, natürlich, weil ich hier nirgendwo draufklicken kann. Blöd, Mann. Das ist nicht, was Sie versprochen haben. Das ist mir sowas von egal. Leute, ernsthaft. So, wo kann ich das abgeben? Auch bei ihm oben? Okay. Dann laufen wir da mal eben hoch. Ja, dann ist das aber eigentlich... Ach nee, Moment. Das ist wahrscheinlich nur die Sache mit dem Magier, die ich jetzt abgebe, oder? Den Rest muss ich nicht abgeben. Das Schicksal meint's echt nicht gut mit euch. Na, hallo. Vol'Jama ist damit beschäftigt, seine Macht zu festigen. Er hat vorausgesehen, dass er kämpft und vielleicht sterben wird. Also nutzt er alle Möglichkeiten, die er hat, um sich zu retten. Ihr müsst jetzt meine Hände sein. Sobald ich mich zeige, wird er kommen. Ihr müsst alle Vorbereitungen, die er für diesen Tag getroffen hat, sabotieren. Führt meine Anweisungen aus und der König wird uns mit Freuden empfangen, wenn das hier vorbei ist. Oh, das ist so extrem, das so zu lesen. Stanzt das Siegel, das ich euch gegeben habe, auf den Gong. Seine Diener werden versuchen, euch aufzuhalten. Passt auf. Ja. Hallo. Er hat nichts, okay. Und jetzt platziert die Urne beim Durchgang. Platziert die Urne beim Durchgang. Oh. Warum ist der so schwer, hallo? Das ist doch nur eine Maske. Jetzt mach endlich, Mann. Wieso durchbricht der einfach so meine Verteidigung? Ich brauche ein Ziel. Reden wir jetzt von der ohne, ja. Bevor Suldasar fällt, habt ihr schon lange ins Gras gebissen. Ich habe kein Ziel. Aber ich war außer Welt. Ich brauche ein Ziel. Hier muss ich hin, ne? Oh, ist das dein Ernst? Wie viele Ohren muss ich denn jetzt hier noch machen? Hä? Hallo. Gut. Jetzt vertauscht ein von Vol'Jambas Tränken mit dem, den ihr von mir habt. Den ersten, den ihr seht. Nicht denken, einfach machen. Ja, welchen? Da. Ich habe kein Ziel. Oh, dann ich nimm doch einfach das Ziel, was vor dir steht. Kommt her. Es ist Zeit. Ich kann den vorher nicht angreifen. Das ist aber seltsam. Okay.
Der ist noch immer da. Der traut sich nicht an der Maske vorbei. Ich habe viele große Ereignisse unserer Zeit gesehen. Und immer wart ihr dabei. Das Ende von Voljama ist gekommen, aber seid euch bewusst, dass er euch immer noch töten kann. Mein und noch euer Schicksal hängt davon ab, ob ihr es mit meinem ehemaligen Schüler im Kampf aufnehmen könnt. Er wird Masken und Voodoo und alle möglichen fiesen Tricks nutzen, um euch ein Ende zu setzen. Da fällt mir ein, ich sollte nebenbei mal kurz heilen. Wir haben ihm seine Möglichkeit genommen, uns zu täuschen. Viel Glück. Ich hoffe für euch, dass ihr Erfolg haben werdet. Ja. Kommst du mit mir? Wie ungültiges Ziel. Genug der Spielchen. Oh, dein Ernst jetzt. Ihr habt eure Nachricht überbracht. Jetzt stellt euch eurem Schicksal. Ihr wisst, dass ihr mich nicht töten werdet. Ihr könnt mich nicht aufhalten. Nicht ich werde euch töten. Aber mein Freund. Nicht mit mir, alter Mann. Ihr werdet hier sterben. Oh, dein Ernst, dein Ernst. Meine Erwählten, euer Meister braucht euch. Ihr nehmt ja gar keinen Schaden. Weg von mir. Das ist ein Befehl. Ihr seid stark, aber meine Sicht ist stärker. Das passiert nicht wirklich. Doch, Schätzchen, es passiert. Nein, ich werde hier nicht sterben. Nicht jetzt. Du stirbst doch gerade schon. Wie konnte er das wissen? Eine wahre Schande, dass ich ihm das Allerwichtigste nicht mehr beibringen konnte. Ihr müsst auch für die Zukunft planen, die ihr nicht gesehen habt. Wir haben alle unsere Rollen zu spielen. Sogar ihr. Ja. Das Troll-Imperium wird sich wieder erheben. Ich hab's gesehen. Jetzt, da dieses Ärgernis aus dem Weg geschafft ist, kann ich mich wieder auf die Stadt konzentrieren. Zulanda ist in meiner Abwesenheit schwach geworden. Ihr solltet zu Rastakhan zurückkehren. Lasst dem König wissen, dass sein Wille erfüllt und der falsche Prophet ausgelöscht wurde. Wenn es euch wichtig erscheint, solltet ihr ihm vielleicht Voljambas Prophezeiung übermitteln. Aber ich glaube nicht, dass ihr einen Unterschied macht. Sagt dem alten Rastakhan, ich kehre später zurück. Ah, und danke für eure Hilfe. Ja, kein Thema. Laufe ich überhaupt in die richtige Richtung? Ich bin mir da gerade nicht so ganz sicher. Kehrt zu König Rastakhan. Ach so, wir müssen wieder zu der Stadt zurückkehren, ne? Dann weiß ich gerade gar nicht, wo das ist. Moment. Falsche Prophezeiung. Das ist hier. Kann man hier eigentlich irgendwie... Nee, man kann hier keinen Marker setzen oder so, ne? Ich gehe hier immer komplett raus dann. Schade. Also, das wäre aber dann quasi hinter mir. Kann ich hier auch runterreiten und dann da rum? Oh, ich glaube, das ist nicht so eine gute Idee. Dafür sind wir auch ein bisschen langsam unterwegs. Ja, ich würde sagen, ich laufe nochmal durch die Stadt zurück und wir sehen uns dann gleich, wenn ich drüben angekommen bin. Bis gleich. So, und da sind wir auch schon bei Dazza. Seid ihr ein Raubtier oder Beute? Alles ist so, wie mein Prophet gesagt hat. Vielleicht versteht ihr jetzt, warum ich ihn gern an meiner Seite habe. Ja, ich denke, das ist nicht schlecht. Nehmen wir mal hier den ersten. König Rastakhan hat mir befohlen, den Hafen von Zandala zu erkunden. Prinzessin Talanis Vorwurf, General
Yggdrasil hätte nicht ordentlich für die Sicherheit unseres Königreichs gesorgt, ist eine schwere Anschuldigung. Ich möchte deswegen, dass ihr mitkommt und mir eure Sicht einer Außenstehenden schildert. Trefft mich am großen Basar, wenn ihr bereit seid. Beim Willen von Rastakhan. Am großen Basar. Ja, dann würde ich doch gleich mal behaupten, dass ich da erstmal hinlaufe und wir uns gleich wiedersehen. So, 10 Minuten später scheinen wir endlich mal in der Nähe zu sein. Und ich wollte euch jetzt schon mal hinzuschalten, weil ich immer noch finde, dass das irgendwie wahnsinnig geil aussieht, wenn da oben so ein Drache rumsteht. Ich weiß nicht, warum der da oben rumsteht. Der wird ja wahrscheinlich nicht darauf warten, dass wir fliegen. Schert euch nicht um ein paar Gaunereien. Wir müssen uns um weit wichtigere Sachen kümmern. Was wollt ihr? Die Tuka Sandala. Wo bleiben die Wachen? Prinzessin Talani hat König Rastakhan überzeugt, Fremde in den Hafen zu lassen. Zum ersten Mal seit Jahrhunderten dürfen Nicht-Trolle sich an unserer Küste aufhalten und ihre Waren feilbieten. Und jetzt glauben die Trolle der niederen Stämme, dass sie sich diese Händler vorknüpfen können? Dieses Verhalten werde ich nicht tolerieren. Ich werde untersuchen, warum die Händler nicht beschützt werden. Und ihr Ziel zieht derweil durch den Basar und tötet alle Schläger, die ihr finden könnt. Sandala für immer. Okay, dann würde ich aber sagen, dass wir uns zu Fuß dann weiter bewegen. Alle Schläger, die wir finden können. Sowas hier? Schläger? Oh, wen soll ich kalt machen? So, einen haben wir. Was habt ihr im Kopf? Sind Rohlinge auch damit gemeint? Ich bin mir nicht sicher. Probier's mal. Achso, ja, das wollte ich auch mal ausprobieren. Den habe ich nämlich neu dazu bekommen. Was ist mit dem? Den können wir auch nochmal eben... Hallo, habe ich schon? Ihr seid auch Schläger, aber ihr seid gerade zu dritt. Beziehungsweise, nee, zu viert sind die sogar. Hey, Mann. Hexendoktor. Was sucht ihr denn? Rohling. Sehr schön. Was ihr wollt. Edel, geh doch mal da weg. So, wollen wir denn noch welche? Hier ist schon ziemlich am Ende, ne? Rakas? Ich weiß nicht. Scheint irgendwie einer von hier zu sein. Aber da die sich jetzt zu viert mit dem anlegen, das muss nicht unbedingt sein. So. Es interessiert die auch so überhaupt nicht, wenn man hier am Rumprügeln ist, ne? Und ist irgendwie ganz lustig. Yes, ein Level up. Oh, das sind 3 Schläge auf einmal. Das sind auch 3 Schläge auf einmal. Was ist mit dir? Schläger. Das sieht so süß aus da oben. So, 7 haben wir. Ich weiß nicht so genau, ob ich jetzt mal so eine Dreiergruppe probieren soll. Hier hinten ist noch ein Einzelner.
Ist natürlich für mich wesentlich einfacher, ehrlich gesagt. Okay. Ich habe kein Ziel. Okay, oder wir machen es einfach so. Wie geht's denn so? Na gut, hätte ich das vorher gewusst, dass das so gut läuft, hätte ich die schon öfter mal angegriffen. Ich dachte, die kommen jetzt alle direkt auf einmal auf mich zu. Wie geht's denn so? Hallo. Das wird's eigentlich tot sein. So, einer fehlt aber immer noch. Moment. Wo sind die denn? Da hinten sind die von uns. Muss doch noch irgendwo noch einer hier rumlaufen, Leute. Hier war doch vorhin so ein Dreiergrüppchen. Wo ist das denn hin? Oh Leute, euer Ernst jetzt. Ich muss jetzt ernsthaft wegen einem einzigen warten, bis der wieder gespawnt ist, oder was? Das ist doch nicht euer Ernst. Weil die sehen mir jetzt hier nicht nach irgendwelchen Schurken aus. Hier unten, denke ich mal, wird gar nichts mehr sein, ne? Es ist zwar noch mit angezeigt, dass man hier rumlaufen kann. Ah doch, da sind noch welche. Die halten sich schön raus, wenn ihr Kumpel da kaputt gemacht wird. Sehr schön. Wir gehen mal schnell nach oben. So. Oh, das sieht irgendwie lustig aus mit dem Schutzschild. Schert euch nicht um ein paar Gaunereien. Wir müssen uns um weit wichtigere Sachen kümmern. Mögen die Loa mit euch sein. Ja, danke, danke. Aber ihr wisst schon, was jetzt kommt, wenn ich mich umdrehe und versuche, so einigermaßen davor zu stehen, dass man mich sehen kann. Weil wir haben schon wieder fast die halbe Stunde erreicht. Und bevor ich jetzt diese Aufgabe auch noch annehme... Mein Leben für den Thron. Ja. Bevor ich die Aufgabe jetzt auch noch annehme, muss ich sagen, mache ich hier erstmal einen kleinen Cut. Und wir sehen den Rest in der nächsten Folge. Ich hoffe, dass diesmal mit der Aufnahme alles geklappt hat. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Falls du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich auch gerne abonnieren.